Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Das Buch Der Archipel Gulag wurde von dem russischen Schriftsteller und Dissidenten Alexander Solzhenitsyn geschrieben und 1973 veröffentlicht. Das Werk ist eine ausführliche Darstellung des Gulag-Systems, basierend auf persönlichen Erfahrungen des Autors als Gefangener im Gulag. Ich archiviere gerade die Büchersammlung meines verstorbenen Vaters und da fielen mir die Bücher von Alexander Solzhenitsyn in die Hände. Ich habe sie mal hier mitgebracht. So. Band 1 und der Folgeband und dann gab es noch einen dritten Band. Diese Bücher waren meinem Vater besonders wichtig. Ich habe sie jetzt gelesen und verstehe, warum. Ich durfte dazu auch ein Online-Seminar durchführen und da sprach ich auch über den Tod des Diktators Josef Stalin. Stalin starb 1953 aufgrund einer Hirnblutung. Sein Tod löste eine Periode der politischen Instabilität in der Sowjetunion aus und führte schließlich zur Entstehung einer ersten reformierten Bewegung oder reformiert orientierten Bewegung unter dem neuen Führer Nikita Chruschtschow. Aber zurück zum Buch, zurück zu Alexander Solzhenitsyn. Er wurde 1945 wegen Kritik an Stalin verhaftet und in ein Arbeitslager im Nordosten Sibiriens verbannt. Nach 8 Jahren kehrte er nach Moskau zurück und begann seine Erfahrungen im Gulag aufzuschreiben. Das Manuskript wurde vom KGB beschlagnahmt, aber der Autor konnte eine Kopie verstecken und später außer Landes schmuggeln. Die Arbeitslager waren berüchtigt für ihre harten Arbeitsbedingungen. Mangelhafte Versorgung und Nahrung und medizinische Versorgung gab es auch nicht, sowie eine hohe Brutalität der Wachen. Viele Gefangene starben an Hunger, Krankheiten oder an den Folgen der Zwangsarbeit. Die Überlebenden waren oft dauerhaft traumatisiert und gekennzeichnet von den Erfahrungen im Gulag. Das Buch Der Archipel Gulag war ein großer Erfolg und trug dazu bei, das Bewusstsein für die Verbrechen des sowjetischen Regimes zu schärfen. Es zeigte die Grausamkeit und die Ungerechtigkeit des Gulag-Systems und brachte den Strecken der stalinistischen Herrschaft ans Licht. Das Buch wurde zu einem der wichtigsten Werke der Geschichtsschreibung. Und es war sehr wichtig für meinen Vater. Es war aber auch wichtig, weil es ein Teil der sowjetischen Geschichte dokumentiert und lange Zeit tabu war. Nach dem Tod Stalins wurde das Gulag-System schrittweise abgeschafft, aber es dauerte Jahrzehnte, bis die sowjetische Führung bereit war, sich öffentlich mit den Verbrechen des Regimes auseinanderzusetzen. Infolgedessen war das Buch auch ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte und half dabei, die Wahrheit über die Verbrechen des Regimes zu enthüllen. Also, für mich ist Der Archipel Gulag ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung und ein wichtiger Beitrag der Literatur, denn Alexander Solzhenitsyn war nicht nur Historiker in Anführungszeichen, sondern er war auch Literat und konnte mit Wörtern sehr, sehr gut umgehen. Es ist ein eindringliches Zeugnis der Brutalität und der Unterdrückung, ja, die damals in der sowjetischen Gesellschaft herrschte. Ich empfehle dieses Buch und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Danke.